Nenne mir drei Spitznamen für den Partner, die Partnerin. Schnucki, Mausi, Hasi. Perfekt. Nenne drei Dinge, die du gern besitzen würdest, aber nicht besitzt. Porsche, Ferrari, Chanel-Tasche. Bestimmt gar nicht. Wieso? Ja, weil du verpasst hast, also hab dein Geräusch doch. War leider nicht da. Es tut mir sehr leid. Auch das sind die Spielregeln. Nenne fünf Teile, die du aus dem Hotel mitgehen lässt. Hast lassen, damals, vor 1000 Jahren. Natürlich. Ein Teelöffel, eine Teekanne, ein Teetässchen und eine Untertasse und ein Bügel. Du hast ein Bügeleisen mitgehen lassen? Ein Bügel. Ach, ein Bügel. Ich dachte schon, Bügel. Achso, okay, verstehe. Naja, gut. Aber also, das ist wirklich sehr lange her und ich habe es aufgelöst. Ich bin danach zum Restaurantleiter und habe gesagt, Falls euch auffällt, dass da was fehlt. Ach, ja. Kein Bademantel und so, du bist nicht so ein. Nein, okay. Nein. Gut, nenne drei Dinge, die berühmte Menschen nicht tun sollten. In der Öffentlichkeit pinkeln, popeln. Ach so, 5 Sekunden. Ja, das ist, ach, jetzt die schnell das ist jetzt. Und ich habe mich gefragt, was ist, warum hast denn du einen Buzzer? Jetzt habe ich Dinge aus dem Hotel mitgehen lassen. Wäre vielleicht die dritte gewesen. So, pass auf. Nenne drei Gründe, warum du zu spät kommst. Bus verpasst, Taxi verpasst und Fahrrad hat einen Platten. So, ich gebe dir einen Joker. Du musst eine Frage nicht beantworten. Denke aber dran, wenn du denkst, die ist schon schlimm, dann könnte eine schlimmere kommen. Nenne drei Spitznamen für Brüste. So stumm war noch keine. Nenne drei Dinge, die du mit Schokolade übergießen kannst. Eine Kirsche, Banane und eine Erdbeere. Du bist so eine Süße auch, oder? Magst du Süßigkeit? Mach weiter. Ja, gerne. Nenne drei Geschenke, die du weiterschenken würdest. Stab, Pürier, Dings, ich passe. Küchengeräte. Guck mal, ich würde alles behalten. Ich freue mich über alle Geschenke. Sehr gut. Man braucht ja auch was für Schreck, fürs Wichteln. Ja, für, wie heißt das? Schrottwichteln. Schrottwichteln. Obwohl es ja natürlich kein Schrott ist. So ein Pürierstab, schöne Sache. Gut, nenne drei MusikerInnen, mit denen du kein Duett singen würdest. Darf auch international sein. Pavarotti, weil nicht mehr da. Elvis, weil nicht mehr da. Und Doris Day, weil sie keine Zeit... Nicht mehr da. Nicht mehr da. Nenne drei Gründe, eine Party zu verlassen. Müdigkeit, Langeweile und eine Person, der ich auf gar keinen Fall begegnen möchte. Die gibt's also, Personen, denen du nicht begegnen möchtest. Ja, logisch. Natürlich. Gut, letzte Frage. Letzte drei gewinnt. Hast du dir die ausgedacht, die Fragen? Ja. Sehr schön. Macht Spaß. Vielen Dank. Nenne drei Stars, in die du verliebt warst. John Travolta, Olivia Newton-John und Kylie Minogue. Hast du in Kylie Minogue verliebt? Naja, ehrlich gesagt, nicht so Love Affair-mäßig, aber so, ich fand sie einfach toll. So la. Ja, genau. Der Nummer. Ja. Und Olivia Newton-John hatte ich ein Poster an der Wand hängen nach Grease. Ja gut, deswegen auch John Travolta. Genau. Du hättest die beide genommen. An meine Wand hätte ich beide gepinnt. Gepinnt. Das war drei gewinnt mit Kim Fischer. Ey, wisst ihr, was ich echt spitze finde? Der 31-Jährige sagt zur 53-Jährigen, du musst mich jetzt da durchleiten. Ich habe davon keine Ahnung. Leute, es geht um Social Media, es geht um euch, es geht um YouTube. Wir brauchen euch, wir wollen mit euch quatschen, wir wollen kommentieren, Sachen kommentieren, die ihr wiederum kommentiert habt. Drückt eure, da oben habt ihr doch die Glocke, drückt die, dann kriegt ihr immer auch natürlich Bescheid, wenn neue Videos kommen. Und abonniert uns, und zwar hier deinen Kanal. Julian David und den Kanal Kim Fischer und natürlich Schlager.de, ganz besonders wichtig. Besser hätte ich es nicht beschreiben können, es war eigentlich nur ein Test, ob du dich wirklich gut auskennst bei YouTube. Das ist so, also bitte kommentieren, jegliche Fragen beantworten wir dann später. Aber wirklich, musst du auch echt machen. Ja, mach nicht ich. Nur quatschen, wirklich machen. Auch für dich, also wenn dich jemand was fragt, ich beantworte. Auf gar keinen Fall, ich beantworte meine Sachen alle selbst. Okay, bis gleich.